Liebe Freunde, willkommen zurück zu einem kleinen Infovideo, denn wir haben neue Informationen zu dem Launch von Operation Chimera, also Outbreak, der morgen am 6. März stattfindet. Und zwar, wie wir hier sehen auf dem offiziellen Account von Twitter, einfach mal den Follower-Button klicken für alle Infos. Auch bei meinem wäre ich sehr froh. Ne? Kommt auch relativ viel Scheiß bei rum, viel lustiger Scheiß, also schönen Folgen. Würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall zurück hier zum March 6th. Eine Stunde Downzeit bedeutet von am PC 9 bis 10, PS4 10 bis 11 und Xbox One 11 bis 12 EST, also Eastern Standard Time. Bei uns ist das umgerechnet 3 Uhr nachmittags, beziehungsweise 15 Uhr. Das heißt 15 bis 16 Uhr auf PC, 16 bis 17 Uhr auf PS4 und 17 bis 18 Uhr auf Xbox One. Das bedeutet, ab 16 Uhr, 17 oder 18 Uhr beziehungsweise können wir den Patch runterladen und danach spielen. Ja, das wäre es zudem. Wie gesagt, eine Stunde Downzeit, danach können wir schön spielen. Den Patch haben sie ja noch nachgeguckt. Wegen dem Edit-Set, wo zumindest ich mir noch unschlüssig bin, ich habe noch keine Antwort irgendwie gefunden. Hier der Ash Edit-Skin, den kriegt man ja frei. Und das ist ja der Ash Sidewinter Edit-Set. So heißt er hier. Aber in den Outbreak Packs, ich habe es am Testserver gesehen, heißt dieser Dark Viper. Ich verwechsel ihn immer mit dem Pit Viper Skin aus CSGO. Nein, der heißt Dark Viper. Bin ich halt noch verwirrt. Hier steht zwar auch eine Unique Elite Uniform. Aber ich bin mir halt da immer noch unschlüssig. Ich meine, wenn ich mir hier den Skin so angucke, dann ist der so. Und sonst, der andere hat eher so diesen White Noise Touch. So mit diesen gefleckten, mit Quadraten übersäten. Also. Ja. Und sonst, wir haben ja, glaube ich, die gleiche Animation. Das heißt, ich bin da noch unschlüssig, was da jetzt. Vielleicht war auch diese ganze Dark Viper-Geschichte nur fake. Und wir kriegen vielleicht Fletcher zu sehen, der auch schon angekündigt worden ist. Oder es gab Leaks oder Valkyrie oder IQ. Und oder vielleicht auch ein ganz anderer. Wir werden sehen morgen. Und noch an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Denn wir haben die 100 Abonnenten überschritten. Beziehungsweise 10.000. Auch wenn ich mir denke, die zwei Zahlen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Mein mehr Aufruf als Abonnenten ist schon klar. Aber einfach das Hibana-Video. Leute, 8.000 Aufrufe. Fast 8.100 Aufrufe. Für so ein Video, wo ich bis heute sage, ei, warum? Nein, einfach nein. Und dafür möchte ich mich nochmal herzlich bedanken. Wenn das noch nicht gibt, dann abonnieren und die Videos gucken. Ich freue mich dabei, jeden Aufruf. Macht mich aber froh und glücklich. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für Zugucken. Und vielleicht haue ich morgen auch einen Stream raus. Bisschen die Päckchen öffnen, ein bisschen quatschen. Wir sind die neuen Operator spielen, wenn wir dazu kommen, wenn die uns nicht geklaut werden. Also schön abonnieren, das Glöckchen an und wenn ihr Bock habt und Zeit habt, vorbeigucken. Also wenn dann gleich so, wenn der Patch runtergeladen ist, sollte er 26 GB haben, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wenn ihr das Glöckchen an habt, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung und dann geht's los. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss.